Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad zusammen mit dem Paul. Hallo. Wir haben etwas vorgespult, damit wir auch was machen können oder was zu tun haben. Und zwar sind die Wiesen jetzt erntereif und es geht ans Mähen. Hat das der kleine Regitrack mit dem Schwader? Ja, das Schwader braucht nicht viel PS. Dann ist ja gut. Sieht auf jeden Fall gut aus, dem kleinen Truck da. Ja. Nur die Arbeitsbereite ist ein bisschen wache. Ja. So ist das nun mal. Ja. Ja, und der Plan ist jetzt eigentlich dann die BGA zu kaufen und einen größeren Ladewagen und das gesammelte Gras hier dann zur BGA zu fahren und dort dann halt Silage draus zu machen. Und dann in die BGA natürlich nur für Geld. Um besser oder schneller an Geld zu kommen. Hoffentlich geht der Plan noch auf. Das werden wir dann sehen. Ich habe jetzt hier den Berg nicht hochgefahren, so, ne, da, ich hoffe, das geht so. Ja. Jetzt kommt der Lütte da nicht so hoch. Da ist er dann doch wieder im Nachtrag. Ja. Aber sonst ist es ja ein ganz tolles Gerät eigentlich. Ja. Hat er nicht ständig einen leeren Tank, sondern ja. Ja. Alles neue Pöttinger Schneidwerk gefällt mir auch recht gut. Ja. Hier beim Alpine DLC dabei war. Macht auch eine gute Figur an dem Lindner. Ja, es ist ja auch von der Größe her ziemlich gut für den. Ja, das stimmt allerdings auch. Passt sehr gut. War das da okay so mit dem Berg da, oder? Ja, das ging. War ich nicht weiter hoch. Was für die Map halt auch sehr, sehr nice wäre, wäre ein Big M. Aber ich glaube, da müssen wir eine Weile sparen. Wie ist der denn so mit den Bergen? Also kommt der in den Bergen gut klar? Oder bei Berg, bei Steilhängen und so? Also ich habe ihn jetzt noch nicht getestet hier im LS, aber eigentlich sollte er das schon schaffen. Vielleicht wirft die BGA ja ganz gut Geld ab, dass wir den leisten. Aber es gibt ja diesen von Abby. Ein Abby? Ja, dieses Fahrzeug, das ist ja glaube ich extra für die Steilhänge so, ne? Da kannst du das Mähwerk dran machen, glaube ich. Das, was wir jetzt gerade haben, meinst du? Glaube schon, dass das da dran geht, meine ich gesehen zu haben auf Bildern. Ja, aber kann man ja trotzdem lassen und dann vom Großteil, wenn es geht. Ja. Dann trotzdem den benutzen, wenn man den mal hat. Der Big M hat natürlich eine gewisse Schneidbreite und der hat natürlich gleich die Schwartablage, ne? Ja. Das finde ich ja auch immer ganz gut. Da spart man ja einen Arbeitsgang. Ja. Und er fährt auch ziemlich schnell. Ich habe den, glaube ich, noch nie benutzt.
dürften sie stehen. Okay. Aber ja, dann. In diversen YouTube-Projekten von anderen YouTubern wurde der Big M ja schon benutzt und da sah der eigentlich immer ganz cool aus und der ganz gut war. Ja. Sollte vielleicht doch wieder ein Frontgewicht hin machen. Hat er sonst Probleme? Ja, ein bisschen rutschig. Okay. Am Hang. Ich dachte, ich lasse es weg, dann wiegt er nicht so viel und hat es ein bisschen einfacher, aber. Ja. Ich will gleich noch schnell eins holen. Ja. So, dann fahre ich mal eine Wiese weiter. Ja. Hallöchen. Hallo. Spontaner Besuch während der Aufnahme. Kann man mal machen. Wir sind halt nicht im Aufnahme-Channel. Das stimmt, das stimmt. Ja. Deswegen habe ich nichts befürchtet. Sind wir selber schuld. Kannst wenigstens Hallo sagen. Moin, Meister! Mit den Freunden der Ehrengrad. Du wolltest ja das DLC ja nicht kaufen, sonst hättest du ja mitspielen können. Nee, ich wollte es nicht kaufen, deswegen überlasse ich das euch. Ja, ja, das ist nett. Nächsten Sonntag dann vielleicht schon. Das wäre auch, ich glaube, das wäre auch gar kein Projekt für dich. Es gibt hier keinen Betrag und es gibt hier keinen Unimog. ja. Das ist dann nichts für mich. Siehste. Hier musste Lindner fahren und Abby. Ich weiß nicht, also wie das mit dem E-Traktor ist. Habt ihr jetzt schon Drescher? Nee. Wir kaufen jetzt die BGA, haben wir uns überlegt. Und das Gras, was wir da mähen, das ist dann schon dafür gedacht. Dann ist der Drescher auch nicht mehr weit. Aber wir haben auch nur ein Feld, ne? Also gibt's uns da einen Drescher, ne? Ein Feld, 5 Wiesen oder 4 Wiesen. Obwohl wir die Wiesen nicht einzeln gekauft haben, ne? Waren ja dabei. Ja. Junge, dieser Lehrer. Der Vertretungsplanmanager hat es immer noch nicht geschafft, den Vertretungsplan für morgen. Vorsicht, nicht, dass der meine Videos schaut. Und sich jetzt falsch über ihn äußert. Hier, mach mal Vertretungsplan hier, hopp, hopp. Nicht, dass ich noch was rauspiepen muss. Weil du Herrn Schneider genannt hast oder sowas nachher. Mm-mm. Beispiel. Weißt du ja nie, was Lehrer so für Hobbys haben, ne? Nee, das will ich auch gar nicht wissen. Na gut, sind ja eigentlich im Privaten auch normale Leute. Ja, kann ja gut sein, dass die dann auch zum Beispiel den Farming Simulator spielen oder bei YouTube sich Videos angucken und plötzlich so, Moment, das ist doch einer meiner Schüler, der da gerade so über mich herzieht. Und du wunderst dich, warum du nur noch 6 kriegst in den ganzen Schularbeiten und Klausuren. Ah, passiert schon mal. Grüße gehen raus an Max Lehrer. Ja. Ist nur der Vertretungsplanmanager, mein Lehrer nicht. Ich fände es trotzdem lustig, wenn er zuguckt. Dann soll es mal in die Kommentare schreiben. Aber die kennen doch nicht um meinen vollen Namen hier.
machen gleich Paul. Was? Nichts. Ich weiß seinen vollen Namen auch nicht. Oh. Oh, oh, oh. Lass mich gehen. Tschüss. Lucky, habe ich was verpasst? Weiß ich nicht. Nee. Dass ich wüsste. Ist jetzt auch nicht, dass Max mal seinen Namen gesagt hat? Doch, doch. Kann sein. Vor allem hast du mich auf Insta. Eieiei. Kann ja auch ein Fake-Name sein. Nickname. Lucky Lucker heiße ich ja auch nicht in Wirklichkeit. Ja, vielleicht ja. Auch lustig. Guten Morgen, Herr Lucky Lucker. Aber mein Name steht auf der FSL-Seite. Ja. Von daher. Kann man nachschauen, wenn man will. Richtig. Und wie sieht's aus? Schon fertig da? Kommt schon angepäst. Ja, es ist halt fertig. Am Zweigen geht's weiter. Bisschen Vorsprung habe ich, aber liegt auch nur an der Arbeitsbreite. Kriegen wir gar nicht alles durch hier in der Folge, wa? Mit dem Mähen. Ja, ich hatte es mir schon fast gedacht. Doch zeitaufwendiger, als man so denkt. Ich hätte nicht den langsamen Weidemann nehmen sollen. Nein. So, Max, dein Fazit zum Alpine DLC kannst du jetzt noch äußern, bevor die Folge vorbei ist. Ich habe noch kein Fazit zum Alpine DLC. Hey. Das ist schlecht. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber du schaust dir meine Folgen an. Ja. Von Anfang an. Trotzdem habe ich kein Fazit. Na gut. Es sei dir verziehen. Für mich ist es aber nichts. Eigentlich. Für mich ist es zu klein. Ja, es ist was anderes halt, ne? Es ist nicht NF Marsch. Es ist nicht hier. Es ist nicht hier 12 Meter Arbeitsbreite. Nee. Aber NF Marsch kann ja auch jeder, ne? Nee. Nicht? Nee. Nee, never. Aber ich hätte auch eigentlich mal Lust, die wieder zu spielen. Du hast die schon mal gespielt? Ich habe die schon mal gespielt, ja, auch eine längere Zeit sogar. So, ich probiere jetzt was aus. Ja, mach mal. Es hat funktioniert. Als wenn. Ja, Rasenmähen ist doch was Feines. Ja. Berg runter geht's schön. Jetzt war trotzdem nur 22, aber es sieht irgendwie schneller aus, habe ich das Gefühl. Täuschung. Ich glaube auch. Täuschend schnell sieht's aus. Oder Schneidwerk. Hört sich schon an wie ein Rasenmäher, so zum. Für privat, für, ne? Zu Hause. Finde ich ja. Findest? Oder? Na ja gut, ist eigentlich auch nicht viel anderes, nur in größer, ne? Ja. Also, Paul mäht ja zu Hause immer mit seinem großen Fenster den Rasen im Garten. Was? Kann man auch machen mit dem Fenster den Rasen mähen. Stieger.
ist alles daneben gefallen, weil ihr mich abgelenkt habt. Selber schuld. Lässt du dich denn ablenken? Ne, ich hätte jetzt gesagt, Krieger ist schuld, also. Ja. Ich auch. Grüße gehen raus an Krieger. Du bist schuld mal wieder. Findet der Paul. So, ich hätte gesagt, das wär's dann gewesen. Das Rest schaffen wir leider nicht. In dieser Folge mehr. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, es geht bald weiter mit der BGA. Und dann kommt auch, ja, das erste große Geld so langsam rein, denke ich mal, ne? Wenn dann die Village fertig ist. Und dann kommen auch neue Wiesen, Felder und Gerätschaften auf den Hof. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren kostet nichts. Und ansonsten schaut nächste Woche Samstag um 15 Uhr zur nächsten Folge Ehrengrad wieder rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.